Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viele verschiedene Sorten Papier es eigentlich gibt? Also Papiere, mit denen wir täglich zu tun haben. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt, was so um mich herum zu finden ist. Pausenbrotpapier, dann klar hier so ein Kassenzettel zum Beispiel, mein Notizbuch, was ich immer dabei habe und was reinschreibe. Logisch auch Küchenrolle oder sowas hier gehört natürlich auch zum Alltag dazu. Malpapiere, also da gibt es wirklich eine ganze Menge, das kennen wir alle sehr gut. Gehen Sie doch mal gemeinsam mit den Kindern auf Entdeckungstour und finden Sie heraus, welche Papiersorten wir gut wiederverwenden können. Buntes, festes Zeitschriftenpapier eignet sich zum Beispiel wunderbar dafür, um Perlen aus Papier herzustellen. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen Papierreste dafür genommen und zeige Ihnen mal, wie das geht. Ist ganz einfach. Also, Sie brauchen dafür ein Stück Papier, so ein bisschen zugeschnitten, spitz zulaufen. Dann ein dünnes Stäbchen, da geht ein Schaschlikspieß, ein Zahnstocher. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Mine aus einem Kugelschreiber genommen. Und, was dann auch noch wichtig ist, gleich ein bisschen Klebstoff. Das Ganze geht sehr, sehr schnell. Sie wickeln einfach das Papier mit der breiten Seite zuerst um das Stäbchen. Wenn Sie dann am Ende alles drum gewickelt haben, können Sie es abziehen und kleben einfach die Spitze dann hier vorne fest. So einfach stellt man eine kleine Papierperle her. Schaffen Sie es gemeinsam, so viele Perlen herzustellen, dass die Kette durch die ganze Kita reicht? Wofür könnten die Perlen noch eingesetzt werden? Und probieren Sie doch mal so ein bisschen rum, vielleicht mit breiteren Endstücken oder ganz schmal, dafür länger. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Drehen. Auf unserer Website tagderkleinenforscher.de, da geben wir Ihnen Tipps, wie Sie mit den Kindern Papierperlen drehen und Papier generell erforschen können. Schauen Sie einfach regelmäßig vorbei. Und nicht vergessen, es gibt sogar was zu gewinnen. Schicken Sie uns Fotos oder gerne auch Videos von den Perlen der Kinder an aktionstag@hausderkleinenforscher.de und zwar bis zum 11. Mai. Unter allen Einsendungen wird ein Überraschungspaket verlost aus dem Online-Shop vom Haus der kleinen Forscher. Viel Spaß und viel Glück!